Letztes Jahr habe ich für euch den Märchenwald und den Walderlebnispfad bei Gschwend besucht. Über meinen kurzen Abstecher zur Teufelskanzel habe ich allerdings nicht berichtet. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Nachdem ich mir den Badsee, den Märchenwald und den Walderlebnispfad angeschaut hatte, verfügte ich noch über genug Restenergie und auch Restakku, um noch einen kleinen Abstecher zur Teufelskanzel zu machen. Die Teufelskanzel befindet sich etwa 3 Kilometer östlich vom Märchenwald in der Nähe von Rotenhaar. Alle Standorte findet ihr wie immer auf unserer Homepage oder in der Videobeschreibung. In den tiefen und finsteren Wäldern rund um Gschwend kann man sich leicht verfahren oder verlaufen. Das liegt nicht nur an der teilweise schlechten Beschilderung, sondern auch am fehlenden Handyempfang. Also das heißt, geht nicht. Zurück, oben links. Ganz schön verfahren, aber die Premium-Version kaufe ich mir trotzdem nicht. Wir sind jetzt hier am Eingang von der Teufelskanzel. Und ab hier solltet ihr euer Fahrrad stehen lassen. Bevor ihr zur eigentlichen Teufelskanzel geht, könnt ihr euch auf dem Bänkle ein wenig von den Strapazen der Anreise ausruhen. Die Teufelskanzel ist eine Felsformation, die in Kriegszeiten als Versteck gedient hat und im Mittelalter als Zeremonienplatz der Täufersekte benutzt wurde. Von diesem satanistischen Treiben stammt auch der heutige Name. Die Teufelskanzel ist ein düsterer Platz mit finsterer Vergangenheit. In unserer Gegend gibt es allerdings bedeutend größere und beeindruckendere Felsformationen. Der Platz taugt aber allemal als Zwischenstopp bei einer Wanderung oder Radtour. Ich verabschiede mich von euch. Bis zur nächsten Folge, euer Remsmur-Kanal.